sag mal, weiter geht's mit 4-2. Diesmal habe ich Unterstützung von Danny. Abend. Obwohl es noch nicht Abend ist. Naja, ist doch egal. Ja, es kommt drauf an, wer weiß, wann die gucken. Muss ich mal gucken, wo ich hin muss, weil ich hab's ja in der ganzen Weile nicht gespielt. Ich hab's auch gar nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ja, wie gesagt, gruselig ist es ja nicht. Ich bin nur bloß als deine mentale Stütze vorher dabei. Ja, immerhin was, weil so langsam habe ich keine dummen Sprüche mehr. Außerdem hat Euro Truck Simulator so viel Spaß gemacht, da musst du mal einfach wieder was Neues machen. Ja. Meine Güte. Das hat aber jetzt auch schon eine ganze Weile gedauert. Ja, leider. Ja, wenn wir noch mehr so eine Euro Truck Scheiße hätten oder andere Scheißspiele, dann könnten wir ja noch mehr testen. Kritischer Systemfee. Systemfee? Aha. Jetzt. Ja. Scheiße hier. Ja, die siehst ja, Grafik geht ja eigentlich, ja. Ich meine, so scheiße ist es nicht. Ja, es wirkt ein Systemfehler. Sprachfehler. Systemsprachfehler. Ja, ja. Ich bezeichne es wie bei so Microsoft Sam, so, hallo, ich kann nicht mit Ausdruck reden. Den kritischen Systemfehler kann er sich sonst wo hinstecken, das interessiert mich auch wohl nicht. Ah, ich guck, ich weiß, wo wir sind. Ich auch nicht. Wir sind hier, glaube ich, in unserem komischen Kraftwerk, in Tschernobyl oder so. Ach, Tschernobyl? Naja, ja, hier ist nicht wirklich Tschernobyl, ich nenne das jetzt einfach mal so. Das könnte doch Moskau sein oder so. Auch ein russisches Kraft. Was ist hier los? Hier ist ein mobiles Dixie-Klo. Dixie-Klo der Zukunft. Da oben sind sie. Guck mal, Skinheads. Die Granate in die Flung? Vor dir. Ach so, siehst du ja so viel dazu. Die Jacke auf dem Boden. Ah, ja, ich hab euch gesehen. Ja, dieses Spiel ist schon so verwirrend, ey. Ich komme ja nicht auf die Effekte klar. Ja, Danny, ihr hört das vielleicht, der frisst hier gerade. Das ist meine Willen. Was weiß ich denn da? Hä? Keine Ahnung. Ich sag mal, ich könnte das Spiel immer öfter spielen, so ich hab schon so lange nicht mehr gespielt. Störung klar, komm, gut, der Typ brennt jetzt. Fire, Ring um deine Eier. Ring ist ja auch. Ja. Es ist leider die geschnittene Version, ja. Einige haben auch in den Kommentaren geschrieben, ja, hier, die Version ist geschnitten und so. Das sieht man ja. Ja. Dass die geschnitten ist. Aber wenn ich jetzt mit der Schrotflinte. Ich glaube, sonst würde es ein bisschen schlimmer aussehen. Ja, wenn ich hier mit der Schrotflinte aus nächster Nähe beschieße, dann. Kommt, verpufft der bloß so. Das wäre ganz schwul. Ganz komisch. Oh nee, ich weiß schon, wo wir sind. Ich hasse dieses Gebiet hier. Das ist das, wo ich beim ersten Durchspielen am meisten drauf gegangen bin. Das ist so behindert gemacht, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, wer das designt hat. Wie kann man hier nochmal rennen? Achso. Ich stehe mich ab wie der erste Mensch hier, jetzt. Ich das schon. Naja, das ist jetzt immer, dass ich das gespielt habe, schon eine Weile her, aus dem Grund, dass ich keinen Bock gehabt habe. Ich hab doch keine Zeit. Ich nehme das Ding jetzt hier an. Hallo? Ja, so gut, der findet. Ach, da hinten. Ja. So ein Fenster. Ja, kannst du durchgucken, das ist nicht luxuriös. Aber jetzt kommen wir haufenweise so eine Assis. Ja, während der Fahrt die Hände bei sich behalten und nicht beim Nachbarn rumtatschen. Hinter mir ging, glaube ich, die Tür hinterher noch auf. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr so hinaus, schon lange her. Aber siehst du ja, wir spielen jetzt die Flächen seit 5 Minuten oder so, und gruselig finde ich das hier nicht. Naja, ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten, das ist sowieso nicht gruselig. Da siehst du, hier kommen sie schon. Da. Ah, diesmal kann er Fehler aussprechen. Ah, hier sitzt jetzt die Tür offen. Diese Handsteuerung aktiv ist immer so eine Schweine. Da fahren sie. Macht vielleicht voll zu, wenn wir das jetzt beim ersten Mal schaffen. Ja, die wollen es doch nicht anders. So, die wollen uns auch schlagen. Auch die haben wir jetzt. Drei Leute, die einen schießen. Der ist der Bock mehr hatte. Ich schließe auf die beiden. Ich habe heute in der neuen Folge geguckt, aber die Folge fand ich jetzt nicht so prickelnd. Die war jetzt nicht so doll. Auch was knallt hier? Ah, wo rennst du hin? Also, ich hätte vorher nachladen sollen.
In die Fresse! Ich muss nur abhalten, dass sie hier nicht rüberkommen, weil wenn sie rüberkommen, habe ich ein Problem. Siehst du ja, wie viel Deckung hier, da kommt schon der Erste. Wenn die hier rüber... Ja, ich sag's noch, wenn sie rüberkommen. Jetzt sind sie auch hinten rübergekommen. Oh, ich hasse das. Ich hasse diesen Abschnitt, ich hab dieses Spiel. Aber ich spiel's trotzdem. Schlecht ist es ja nicht, aber... Was ich ist es glaube ich nicht. Schlecht hier nicht. Ich hab noch getroffen, Mann. Gibt's doch nicht. Fuck you! Ey, das ist... Das ist der Abschnitt, wo ich beim ersten Mal durchspielen am meisten abgenippelt bin. Ist verständlich, glaube ich, warum, ja. Guck's dir an. Meine Fresse, ist das jetzt endlich mal vorbei? Dann kriegst du auch noch die Breitseite. Siehst du, jetzt kommen sie mit Schrott hin. Das ist das Schlimme. Da bin ich dann dauernd gestorben. Bei den schwulen Pumpen. Oh, ich hasse Pumpen. Fängt schon bei der Luftpumpe an. Wurmluft? Bei der Vakuumpumpe. Achso, ich hab alles gesagt. Nicht bei der Penispumpe! Ja. Meine Güte. Die willst du ja auch nicht machen. Nee, ich nicht. muss ich doch nicht mehr nutzen. Das will ich noch größer machen. Keine Ahnung, muss ich die Anker fahren. Nee, passt schon. Ah, da hinten ist er. Ja, wieso nicht? Was ist los? Ja. Ah, damit ich jetzt keine Sackprobleme mehr, weil der Kind Sack mehr hat. Was knallt hier? Oh mein Gott! Ah. Was? Hier, Schweine! Wie viele von Dinger frisst du da noch? Wie sind da noch drin? Da hinten auch mal rein. Ja, voll scheiße. Ich habe hier... Ja, warte. Na komm doch. Hör doch. Ja, jetzt ist nochmal Hütian. Jeder seid ihn ab. Lecker. Das ist gerade. Ich muss die ganze Zeit schon nennen. Zu geil. Jetzt kommen sie mit ihrer Pumpe, ey. Alle Mann. Großteil davon. Aber lang ist das Spiel nicht mehr, Gott sei Dank. Ah, nehmen wir jetzt hier mal den Nagel auf. Ist die Nagel oder was? Natürlich. Der Hinterkopf geschossen. Boah, ist dieser Abschnitt jetzt endlich mal vorbei? Ich hab ihn noch dafür. Boah, Alter. Ich glaube, man kann jetzt verstehen, warum ich diesen Abschnitt absolut nicht mag. Nope.